Gibt es denn auch sozusagen Themen, über die man nicht berichten sollte? Wie ist da deine Einstellung zu? Ich denke, pauschal kann man gar nicht sagen, dass es Themen oder Themengebiete gibt, wo man gar nicht drüber berichten sollte. Das ist immer eine Abwägungssache. Wenn ich mir das überlege, dann habe ich auf der einen Seite immer ja, sowas wie persönliche Interessen von bestimmten Personen, die eben Gegenstand meiner Berichterstattung sind. Und auf der anderen Seite die Relevanz ja, für die Öffentlichkeit. Also ich muss mich fragen, wie wichtig ist jetzt diese Information für die Öffentlichkeit, dass die das erfährt und welche Konsequenzen entstehen daraus für die Person oder wer auch immer davon unmittelbar betroffen ist. Ja, das ist so ein Abwägungsprozess, wo es nicht immer ein richtig und ein falsch gibt. Und da muss man einfach schauen, dass man da eine Entscheidung treffen kann. Was natürlich auch nicht fehlen darf bei einer guten Story ist Recherche. Hast du denn irgendwie so drei Profi-Tipps, wie man gut recherchieren kann? Was darf bei einer guten Recherche auf keinen Fall fehlen? Also wenn ich anfange zu recherchieren, dann kommt erstmal ganz klassisch eigentlich die Google-Suche oder Suchmaschinensuche. Und da ist mein Tipp, dass man einfach sich mal anschauen sollte, wie funktioniert überhaupt so eine Suchmaschine, was gibt es da für Tricks, wie ich bestimmte Informationen besser finde. Das ist mein erster Tipp. Dann zweiter Tipp wäre, einfach sich umzuhören und zwar nicht nur im Internet zu schauen, sondern mit offenen Augen und Ohren durch das Leben zu gehen und auch einfach mal mit Leuten sprechen, sich austauschen über bestimmte Themen, mit denen man sich gerade beruflich beschäftigt und da einfach neuen Input zu bekommen und damit vielleicht auch ja, eine ganz andere Richtung einzuschlagen, wenn es denn so sein sollte. Und mein dritter Tipp wäre natürlich einfach dieses Zwei-Quellen- oder Mehr-Quellen-Prinzip zu beachten, also möglichst sich nicht nur auf eine einzige zu berufen, sondern einfach versuchen, Informationen von mehreren Seiten ja, bestätigen zu lassen und ja, so abzugleichen, dass Dinge auch widerspruchsfrei sind. Woran erkennst du denn eine glaubhafte bzw. gute Quelle? Man muss immer wissen, woher die Information stammt, wer dahinter steht, wer vielleicht der Autor, die Autorin ist. Also ich schaue mir an, wirkt die Quelle seriös, hat man von der vielleicht schon mal gehört, und andere Leute auch. Und wenn es darum geht, herauszufinden, ob Leute die Wahrheit sagen, dann hilft es mir zumindest oft, einfach oft nachzufragen und zu schauen, ob die Person auf Nachfragen antworten kann und sich auch nicht in Widersprüche verstrickt. Und kannst du vielleicht kurz erklären, wie genau Fact-Checking funktioniert? Fact-Checking bedeutet ja erstmal nur, dass man Aussagen überprüft und zwar anhand von objektiven und nachvollziehbaren Fakten und je nachdem, um was für eine Art von Informationen es sich handelt, die ich checken will, gibt es da eben verschiedene Vorgehensweisen oder auch Tools, die ich anwenden kann. Sei es eine intensive Recherche für Aussagen, die überprüft werden sollen, aber wenn es um Bilder oder auch Videos geht, dann ja, kommen da natürlich unter anderem technische Hilfsmittel zur Anwendung, sodass ich am Ende so vorgehe, dass ich eine Aussage habe, die ich versuche zu widerlegen. Und wenn mir das nicht gelingt, also alles soweit stimmig ist und ich sogar Belege dafür finde, dass die Aussage oder das Bild so stimmt, dann konnte ich das sozusagen verifizieren. Kannst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, welche Basics also jede und jeder kennen sollte, wenn es um Urheberrechtquellen und auch Fact-Checking geht? Das, was ich echt oft nutze, wenn es um Fact-Checking geht, aber auch um Urheberrechtsfragen, beispielsweise bei Bildern, das ist die Bilderrückwärtssuche von Suchmaschinen. Da kann man dann einfach ein Bild hochladen und ich kann gucken, ob das schon mal irgendwo vielleicht verwendet wurde und von wem. Das finde ich total wichtig. Und ansonsten, das sind einfach ja, so Kniffe und Tricks, wie man mit Suchmaschinen am besten arbeitet. Man kann ja beispielsweise nach bestimmten Dateitypen suchen oder bestimmte Satzausschnitte und so weiter und das möglichst gut filtern. Und wenn man da ein bisschen Ahnung von hat, dann ist das schon mal super hilfreich. Du arbeitest ja auch viel als Lokaljournalistin. Wie läuft die Arbeit ab und warum glaubst du, dass Lokaljournalismus ein guter Einstieg in das Berufsfeld
der Journalistin überhaupt sein kann. Ja, der Lokaljournalismus war im Grunde mein Einstieg in die Welt des Journalismus. Und obwohl ich zwischendurch auch für überregionale Medien viel gearbeitet habe, bin ich doch bis heute dem sehr verbunden und arbeite auch danach wie vor. Einfach weil ich finde, dass es eine unglaubliche gute Schule für das journalistische Handwerk ist. Man hat oft kleine Redaktionen, eine intensive Betreuung, hat auch sehr viel Freiheit in der Arbeit da und kann direkt vor Ort auch irgendwo schauen, was die Berichterstattung oder die journalistische Arbeit für Auswirkungen haben kann. Man kriegt teilweise direkt Rückmeldung von LeserInnen und das ist was, was eine große überregionale Redaktion, denke ich, so nicht leisten kann. Elena, hast du denn irgendwie eine Geschichte, auf die du besonders stolz bist, einen Artikel, wo du sagst, den habe ich wirklich gut verfasst und der hat sich echt gelohnt? Tatsächlich habe ich, ja, das ist noch gar nicht so lange her, neulich erst eine längere, ja, Reportage-Feature in die Richtung geschrieben für das Abschlussprojekt meiner journalistischen Ausbildung. Da habe ich geschrieben darüber, wie divers denn die Klimabewegung ist, also beispielsweise Bewegungen wie Fridays for Future und habe dafür mit verschiedenen Menschen gesprochen. Ja, und einfach bin auf diese Spurensuche sozusagen gegangen, obwohl von Anfang an mir gesagt wurde, dein Thema ist nicht so richtig und das versteht keiner und so weiter. Und ich da wirklich auf Widerstände gestoßen bin und letztendlich aber mich durchgesetzt habe und auch, wie ich finde, eine gute Geschichte draus geworden ist, die das Thema auch verständlich für Leute auch erklärt, die noch nicht so viel Erfahrung damit haben. Und am Ende habe ich auch viel Lob dafür bekommen und das hat mich total gefreut. Vielen Dank, dass du dabei warst und als MOBAG-Teamerin uns deinen Einblick gegeben hast. Ja, ich danke dir. Hat mir Spaß gemacht. Mach's Mach's gut. gut, tschüss. Das war's mit dem Interview mit Elena. Wir sind ihr super dankbar für den Input, den sie uns gegeben hat. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare.